Hey, ich möchte dir heute wieder eine neue Methode vorstellen, die dir helfen kann, deine Beziehung zu retten oder Beziehung zu pflegen, je nachdem, an was für ein Punkt du bist. Und damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften, die Beziehung zur Familie, in deiner Wohngemeinschaft. Also es kann jede Art von Beziehung sein. Die Methode nennt sich Monday Talk und also ich habe sie als solche kennengelernt. Es ist jetzt nicht essentiell, dass es an einem Montag passiert, aber die Person oder es ist halt so sozusagen zu mir gekommen mit diesem Namen. Und ja, am Anfang von so einer Beziehung oder wenn man sich so kennenlernt, dann ist ja auch meistens alles schön und es gibt viel zu teilen und alles ist neu und aufregend und daher unterhält man sich auch viel und ja, die Beziehung sprüht vor Leben und alles ist gut. Und dann kann es sein, dass je tiefer man sich kennenlernt, dass man an Punkte kommt, wo man vielleicht Angst bekommt, wo man unsicher ist und sich beginnt zurückzuziehen. Und dieses Zurückziehen kann sich dann irgendwann so weit ausdehnen, dass man das Gefühl hat, es gibt keine Beziehung mehr, ich stehe nicht mehr in Beziehung zu dem anderen, ich entferne mich von dem anderen oder der andere hat sich entfernt. Und dann kann das, was ich dir jetzt vorstelle, euch weiterhelfen. Es ist sehr wichtig für uns Menschen, dass wir gehört werden. Und es ist sehr wichtig zu sagen, was uns bewegt und uns zu zeigen, wie wir sind. Und deswegen ist es wichtig, das regelmäßig zu tun. Bei dem Monday Talk ist es so, dass du dich mit der Person oder den Personen, mit denen du die Beziehung stärken möchtest oder wiederherstellen möchtest, triffst, zum Beispiel einmal die Woche am Montag. Ihr verabredet euch für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Uhrzeit, für eine bestimmte Länge. Ich sage jetzt mal so als Richtwerte zum Beispiel eine Dreiviertelstunde für zwei Personen. Die erste Viertelstunde redet der eine oder die eine und der andere hört zu. In der zweiten Viertelstunde redet die andere Person. Und die erste Person hört zu. Und in der letzten Viertelstunde könnt ihr euch darüber austauschen, über das, was der andere gesagt hat. Und ich habe das schon vielen Paaren weiterempfohlen. Und es ist wirklich so schön, was ich da für Feedback bekomme. So dieses, oh, ich habe noch nie meinen Mann so viel, noch nie so viel über meinen Mann erfahren wie in dieser Zeit. Oder zu merken, dass dir zugehört wird. Und jetzt möchte ich noch einen kleinen Schmankerl dazu packen, den ich erst vor kurzem erfahren habe und der es noch viel wertvoller macht, ist und gut ist, den zu integrieren. Und zwar, ich bin ja sehr eine Freundin von gewaltfreier Kommunikation. Das heißt, Ich-Botschaften, also ich sage nicht, du bist ein blöder Arsch, weil du nie den Müll rausbringst, sondern ich sage, mir tut es in der Seele weh, wenn ich ständig den Müll rausbringen muss. Ich-Botschaften oder halt einfach nicht so Vorwürfe zu machen, ja? Und neulich habe ich mir einen Vortrag von Andrea Lindau angehört.
Und sie praktiziert auch mit Veit diese Methode. Und sie hat gesagt, in dieser Zeit, in dieser rituellen Zeit, da darf ich auch mal alles raushauen. Und ich habe gemerkt, boah, als ich das gehört habe, so meine Seele hat sich so gefreut. Weil ja, ich liebe die gewaltfreie Kommunikation, aber da gibt es auch Haken dran. Ich bin sozusagen dann die ganze Zeit damit beschäftigt, das irgendwie schön zu formulieren und zu verpacken und merke, wie ich mich dabei auch verstelle. Ich stelle etwas vor mich, ich stelle diese schöne Botschaft vor mir, obwohl da eigentlich Wut ist. Klar, die Wut darf auch sein. Es gibt auch diese, ich habe jetzt vergessen, wie es das heißt, wo man aber halt alles rauslassen kann. Und sie hat halt empfohlen in dieser rituellen Sprechzeit, dass man auch mal sagen kann, ich bin so genervt von dem und dem und dem. Und wo ich gemerkt habe, wo meine Seele aufatmet, ist halt, dass ich wirklich mal so sein darf, wie ich bin und mich auch meinem Partner zumute. Der andere darf trainieren, das nicht persönlich zu nehmen. Es braucht vielleicht auch eine Weile oder ein paar Mal, wo man das so gemacht hat, wo man es so erlebt hat. Aber ich finde es halt wirklich so eine befreiende Energie, weil das einfach ehrlich ist. Wenn mir was auf die Nerven geht, dann sage ich, dass mir das auf die Nerven geht. Ja, diese Ergänzung möchte ich noch machen, weil ich die wirklich sehr wertvoll finde. Es ist dann natürlich so, dass es nur in dieser rituellen Zeit passiert und in der anderen Zeit ist es schön, wenn man doch wohlwollend miteinander kommuniziert. Weil es ganz schön hart sein kann, wenn es einfach so rausbricht. Ne? Klar, das passiert auch und es ist dann hoffentlich zu klären. Das Wichtige ist, dass die Gefühle sein dürfen, dass die Gefühle raus dürfen, dass du so sein darfst, wie du bist und dich mit allem zeigen kannst, was dir wichtig ist. Deine Werte, deine Liebe, also die Gefühle. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Methode einen wichtigen Baustein für deine Beziehungen auf den Weg geben. Und noch ein wichtiger Hinweis, genau. Es ist gut, damit schon früh anzufangen, das in einer Beziehung zu etablieren, weil dann in einer Krisenzeit, dann ist es schon klar, dass wir uns jeden Montag treffen für unsere Dreiviertelstunde. Wie gesagt, die Zeit ist auch variabel. Wenn ihr mehr braucht, wenn ihr es öfter braucht, weil ihr gerade in einer schweren Zeit seid, dann passt die Bedingungen so an, wie es für euch stimmt. Ja, und genau. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe und wundervolle Beziehungen, wundervolle Begegnungen mit anderen Menschen. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, dann schreib mir und wir machen einen Skype-Termin aus. Und ja, lass es dir gut gehen.